In den Weiten unseres Sonnensystems verbergen sich fantastische Welten, von bizarrer Form und chemisch unglaublich aktiv. Für mich ist das Überwältigende am Sonnensystem die enorme Vielfalt. Dies sind die Monde, die die Planeten des Sonnensystems umkreisen. Monde, die einst unbekannt waren, stehen nun kurz vor ihrer eingehend astronomischen Erforschung. Es überraschte, dass sie alle überhaupt nicht wie unser Mond aussehen. Diese untergeordneten Himmelskörper sind keineswegs uninteressant. Welche Überraschungen erwarten uns auf diesen unerforschten Monden? Unser Sonnensystem inspirierte Science-Fiction-Autoren seit jeher. Doch mit den rasenden Fortschritten in der Teleskoptechnik und Daten von unbemannten Sonden hebt sich nun der Vorhang für das Ballett der Monde. Die meisten kreisen in die eine Richtung, ein paar in die andere, alle mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Monde weiter innen überholen die äußeren. Fast 50 Jahre lang glaubte man, dass das Sonnensystem nur 32 Monde aufweisen würde. Ihre Größe reichte von der des Jupitermondes Ganymed, der größer als der Planet Merkur ist, bis zu den kleinen, asteroidenförmigen Monden wie denen des Mars, Phobos und Deimos. Die Zahl der bekannten Monde ist förmlich explodiert. Allein im Jahr 1997 meldeten Wissenschaftler die Entdeckung von 20 Jupitermonden, einem bei Saturn und dreien bei Neptun. Astronomische Teleskope waren mittlerweile mit sogenannten CCD-Kameras ausgestattet. Digitale Kameras, wie sie fast jeder heute hat. Es ist schwierig, Astronomen auf eine exakte Zahl von Monden in unserem Sonnensystem festzulegen. Die Kameras werden immer genauer und die leistungsstarken Teleskope entdecken immer mehr Trabanten. Monde werden auf zwei unterschiedliche Arten klassifiziert. Die, die wie unser Mond auf einer fast kreisförmigen Umlaufbahn nahe der Äquatorebene ihrer Planeten ziehen, werden reguläre Monde genannt. Während unser Mond durch eine Kollision entstanden ist, bilden sich viele andere bekannte Monde aus dem gasförmigen Nebel, der ihre Mutterplaneten umgab, und zwar durch Verdichtung. Die klassischen Beispiele für reguläre Monde sind die galileischen Jupitermonde, Io, Europa, Ganymed und Callisto. Die Materie, aus der auch Jupiter entstand, verdichtete sich zu diesen Monden. Monde mit länglicher Umlaufbahn, die stark gegen die Äquatorialebene ihrer Planeten geneigt ist, werden irreguläre Monde genannt. Die meisten von ihnen bewegen sich gegenläufig. Im Uhrzeigersinn, wenn ihr Planet sich entgegen dem Uhrzeiger dreht. Phoebe, der unlängst entdeckte Saturnmond, ist ein perfektes Beispiel. Dieser Himmelskörper begann seine Existenz als unabhängiger, die Sonne umkreisender Satellit, bevor er vom größeren Saturn eingefangen wurde. Ob regulär oder irregulär, ein Mond befindet sich immer in Reichweite der Schwerkraft seines Mutterplaneten. Der von diesem begrenzte Raum wird Hillsphäre genannt. Dieses Phänomen ist nach George William Hill benannt, einem Mitte des 19. Jahrhunderts tätigen amerikanischen Astronomen. Die Hillsphäre ist diese Region um einen Planeten, die sich mit dem Planeten mitbewegt und innerhalb der die Schwerkraft des Planeten größer ist als die der Sonne. Die Mars-Trabanten Deimos und Phobos bewegen sich sehr unterschiedlich innerhalb der Hillsphäre ihres Planeten. Wenn der Planet schneller rotiert als ein Mond, wie im Falle von Deimos, werden die Gezeitenkräfte zwischen den beiden Objekten Deimos weiter wegschieben. Phobos dagegen dreht sich schneller als der Mars. Diese kleinen Monde wurden 1877 vom amerikanischen Astronomen Asaph Hall entdeckt. Er taufte Phobos nach dem antiken griechischen Gott der Furcht und Deimos nach dem Gott des Schreckens.
Tom Duxbury wirkte an der Mariner 9 Mission mit, die im November 1971 die ersten Fotos dieser kartoffelförmigen Monde lieferte. Es war spät in der Nacht, nach einem kalten, regnerischen, düsteren Tag. Ich sah mir das Bild von der Seite an. Es sah aus wie ein Totenschädel. Es war gespenstisch. Phobos bewegt sich in einer tödlichen Spiralbahn. Er umkreist den Mars nur knapp 6000 Kilometer von dessen Oberfläche entfernt. Dichter als jeder andere Mond in unserem Sonnensystem. Wenn unser Mond der Erde so nahe wäre, würde er uns 20-fach größer erscheinen. Seine Umlauffrequenz würde sich in Stunden und nicht wie bei uns in Tagen bemessen. Bei Vollmond würde er den Himmel komplett ausfüllen. Die täglichen Gezeiten würden Dutzende von Metern ausmachen. Unser Mond würde in einer solchen Situation letztlich auf die Erde stürzen. In such a situation. Phobos ausweglose Lage wird von einem Prozess verursacht, der säkulare Akzeleration genannt wird. Da Phobos sich schneller um den Mars dreht, als dieser selbst rotiert, wird eine enorme Gezeitenbeule auf der Marsoberfläche erzeugt. Auf diese Weise zieht der Mars Phobos mit jeder Umdrehung dichter an sich heran. Dieser Kampf zwischen Mars und Phobos kann mit einem an einer Stange befestigten Ball verglichen werden. Der Ball markiert den Mond, die Stange den Planeten und die Schnur zwischen beiden entspricht der Schwerkraft. Wir sehen, dass die Schwerkraft den Mond so stark anzieht, dass er schneller wird. Er zieht immer engere Kreise und prallt am Ende auf die Stange, unseren Modellplaneten. Genau das wird Phobos passieren, der schneller um den Mars als dieser um sich selbst kreist. Das Wechselspiel der Gezeiten zieht Phobos mehr und mehr an und beschleunigt ihn auf seiner Umlaufbahn. In ungefähr 50 Millionen Jahren erwarten wir, dass Phobos mit Mars kollidieren und damit als Mond verschwinden wird. Dagegen umkreist Deimos, der entferntere Mond, Mars langsamer als dessen Eigenrotation. Er wickelt in unserem Modell die Schnur quasi wieder von der Stange, in die entgegengesetzte Richtung. Deimos wird durch die Schwerkraft der Sonne immer weiter vom Mars weggezogen. Irgendwann wird der Mars also seine zwei Monde verlieren. Da Phobos die Marsrotation überholt, scheint es, als würde er im Westen auf- und im Osten untergehen. Statt wie der Erdmond und die meisten anderen Trabanten im Osten auf- und im Westen unterzugehen, ist er der Rotation seines Planeten voraus und geht im Westen auf. Er rast über den Himmel und geht am östlichen Horizont unter. Es wird noch 50 Millionen Jahre dauern, bevor Phobos völlig verschwindet. Bis dahin könnte er aber nützlich für eine Kolonisierung des Mars sein. Science-Fiction-Autor Arthur C. Clarke spekulierte über diese Idee in seinem Buch Projekt Morgenröte. Obwohl es keinen Grund gibt, Phobos selbst zu besiedeln, macht seine Nähe zum Mars ihn zu einer natürlichen Zwischenstation. Was die Schwerkraft betrifft, ist es einfacher, auf Phobos zu landen, der keine eigene Schwerkraft besitzt, als sich gegen die des Mars durchzusetzen, um auf ihn zu gelangen. Von Galileo bis zu Stanley Kubrick haben die gigantischen Planeten des äußeren Sonnensystems unsere Fantasie durch ihre schiere Größe beflügelt. In Wirklichkeit würde ihre nähere Erkundung Selbstmord bedeuten. Schon die erdrückende Kraft der Atmosphäre des Jupiters würde dies verhindern. Die Monde dieser Kolosse könnten jedoch eine vielversprechende Plattform für die Erforschung und mögliche spätere Besiedlung bieten. Sind diese Gefangenen der Jupiter-Schwerkraft feindliche Welten, auf denen kein organisches Leben möglich ist?
oder könnten sie zu einem sicheren Hafen für kommende Generationen von Weltraumforschern werden. Bis vor kurzem war sehr wenig bekannt über die Monde der aus Gas und Eis bestehenden Giganten. Die meisten blieben im gleißenden Licht ihrer Mutterplaneten verborgen. Heute enthüllen moderne Teleskope und unbemannte Sonden Gefilde mit einem ganzen Schwarm von Monden. Von planetenähnlichen Welten bis zu unförmigen Asteroiden von kaum 50 Kilometern Durchmesser. Jupiter, der größte Planet unseres Sonnensystems, ist ein wahrer Magnet für Monde. Vor fast 4,5 Milliarden Jahren entstand er aus einer gewaltigen, in sich kollabierenden Gaswolke. Dieser sogenannte Akkretionsprozess bildete den Beginn des Ringesystems. Während fast alle Materie sich zum Planeten Jupiter formte, ballte sich ein Rest zu kleinen Wirbeln in dessen Umlaufbahn. Diese Miniaturverdichtungen wurden zu Jupiters regulären Monden. Io, Europa, Ganymed und Callisto. Im Zuge seiner Entstehung begann Jupiters Schwerkraft, Materie aus den Anfängen unseres Sonnensystems in seiner Nähe zu bündeln. Die Riesenplaneten bildeten sich sehr früh in einer Umgebung voller Gase heraus und zogen eine Menge kleinteiligen Treibguts in ihre Umlaufbahnen. Die Zahl der Jupitermonde rangiert von 60 bis zu mehr als 200, je nachdem, wer gerade zählt. Wenn man von der Gasatmosphäre des Jupiters in den Himmel blicken könnte, würde man ein grandioses Ballett linearer Objekte bewundern können. Es wäre sicher toll, diese Monde betrachten zu können. Man würde Io vorbeiziehen sehen und jedes zweite Mal würde sie von Europa begleitet werden. Jedes vierte Mal würde man dazu noch Ganymed sehen. Ein Mitglied aus dieser Mondfamilie ist so im Banne Jupiters, dass es förmlich aus seinem Inneren herausbricht. Im Februar 2007 richtete die Raumsonde New Horizons auf ihrem Weg zum Pluto ihre Kameras auf Io. Ungefähr von der Größe unseres Mondes umkreist sie Jupiter in einer Höhe von ca. 423.000 Kilometern. Was Io von den anderen Ringmonden unterscheidet, ist ihre spektakuläre vulkanische Aktivität. Die Kameras der New Horizons lieferten detaillierte Fotos von glühender Lava auf Ios Oberfläche. Eine riesige 320 Kilometer hohe Staubfahne erhob sich von der Oberfläche dieses teilweise flüssigen Mondes. Io ist wie alle regulären Jupitermonde nach einer Geliebten des römischen Göttervaters Jupiter benannt. Sie wurde von Galileo Galilei 1610 entdeckt. Über Jahrzehnte, seit den ersten Fotos 1974 durch Pioneer 1 und 1979 durch Voyager 1, haben Ios pulsierende Vulkane die Wissenschaftler erstaunt und in Atem gehalten. Jede Sekunde schleudert Io ungefähr eine Tonne Materie von sich. Jede Sekunde des Tages. Eine phänomenale Kraftmaschine. Ich würde gern zu Io fliegen, auch wenn es dort sehr gefährlich und heiß und schwefelig wäre. Io ist zu klein, um immer noch einen flüssigen Kern zu haben. Ein anderer geheimnisvoller Prozess muss für ihre Aufheizung verantwortlich sein. Ios gesamtes Innere könnte flüssig sein, weil es permanent durch die Schwerkraft des Jupiter zusammengepresst wird. Im Kern des Mondes entwickelt sich Reibungshitze durch die extreme Gravitation Jupiters. So wie ein Töpfer einen Klumpen Lehm knetet, formt und bewegt Jupiter ständig seinen Mond, als ob er an ihm immerfort weiter modellieren würde. Wenn ein Mond etwas von dieser Gravitationshitze abbekommt, wird er formbar wie Lehm. Die noch kalte Oberfläche des Mondes bricht auf. Das erwärmte Innere aber wird dehnbar und förmlich flüssig durch die Anziehungskraft des Mutterplaneten. Die meisten regulären Monde haben kreisförmige Umlaufbahnen. Um Gravitationshitze zu produzieren,
muss ein Mond in einer eher ovalen Umlaufbahn kreisen, wo die Distanz zum Mutterplaneten sich während einem einzigen Umlauf radikal verändert. Der einzige Weg, auf dem diese unrunden Bahnen zustande kommen, ist, wenn die Schwerkraft eines anderen Himmelskörpers ins Spiel kommt. Wenn ein Mond auf einer ovalen Umlaufbahn kreist, ist er seinem Mutterplaneten mal näher und mal ferner. Er wird abwechselnd auseinandergezogen und zusammengepresst. Io reagiert auf ihre Partnermonde Europa und Ganymed. Während Jupiter und Io um eine synchrone Bahn kämpfen, ziehen Europa und Ganymed Io in entgegengesetzte Richtung. Jupiter zieht auf der anderen Seite. In der Folge wird Io wechselseitig zusammengedrückt. Die für die gewaltigen Vulkane auf Io verantwortliche Gravitationshitze hat noch einen Nebeneffekt. Sie bringt das größte ortsgebundene und sichtbare Objekt unseres Sonnensystems hervor, eine gigantische Gaswolke, 500 mal so groß wie der Jupiter. 1990 entdeckten Professor Michael Mendillo und sein Team von der Boston University eine große Gaswolke, die von der einen Seite des Jupiters zur anderen reichte. Sie waren die ersten, die den Nebel fotografieren konnten. Das Team entdeckte auch seinen Ursprung und den Mechanismus, der die Wolke stetig weiter ausdehnte. Io ist so klein, dass sie kaum eine Atmosphäre hat. Aber ihre Vulkane liefern ständig Materie, aus der sich eine solche Hülle entwickeln könnte. Warum gibt es also dort keine Atmosphäre mit all diesen seit Jahrmillionen tätigen Vulkanen? Ganz einfach, die Materie entweicht. Das entscheidende Gas dabei ist Natrium. Obwohl es nur 5% der von Io ausgestoßene Materie ausmacht, kann es von Teleskopen auf der Erde leicht erfasst werden. Das Gas reflektiert einen orangefarbenen Schimmer. Natrium wird in vielen Städten der Welt bei der Straßenbeleuchtung eingesetzt. Das Natrium und andere Gasmoleküle sind dem Sonnenlicht ausgesetzt. Die Elektronen und Protonen mancher dieser Teilchen werden abgespalten und ionisiert. In Plasmaform werden diese geladenen Moleküle durch das kraftvolle Magnetfeld Jupiters angezogen. Ihre Geschwindigkeit erhöht sich dort dramatisch. Es ist, als ob sie auf einem kosmischen Karussell mitfahren würden. Die Magnetfeldlinien sind hier die Karussellstangen. Dann und wann wird ein Natriumatom mit einem Elektron mitgenommen. Jetzt befinde ich mich im Plasmatorus des Jupiter mit all den anderen Ionen und Elektronen. Durch die Rekombination zwischen Ionen und Elektronen ist das neutrale Atom nicht mehr an das Magnetfeld gebunden und wird mit hoher Geschwindigkeit abgestoßen. Genug, um von Jupiter loszukommen. Diese Atome formen die größte permanent sichtbare Gaswolke in unserem Sonnensystem. Wenn wir diesen Nebel mit dem bloßen Auge sehen könnten, hätte er die 12-fache Größe des Mondes am Nachthimmel. Er ist so enorm in seiner Ausdehnung, dass Mendillo und sein Team für ihn ein eigenes Spezialteleskop entwickelt haben. Um ein großes Sichtfeld zu bekommen, braucht man nur eine kleine Linse, so wie bei einem Feldstecher, der das Sichtfeld vergrößert. Das Teleskop mag 1991 recht gewöhnlich gewirkt haben. Die enthaltene digitale Kamera war jedoch für die Zeit revolutionär. Mit digitalen Daten können Sie alles Mögliche anfangen. Mendillos Team wusste um das Natrium in der Wolke. Natrium existiert auch in der Erdatmosphäre. Sie konnten also digitale Fotografien der Atmosphären von Erde und Jupiter miteinander vergleichen und ein Bild des gigantischen Gasnebels erzeugen. Das war mit zwei Fotografien auf Papier noch sehr schwer. Mit digitalen Kameras jedoch hatten wir den Prozess der Bildbearbeitung revolutioniert. Obwohl Io ein wissenschaftlich und ästhetisch faszinierendes Ziel wäre, wird seine lebensfeindliche Oberfläche die nähere Erforschung wohl auf absehbare Zeit verhindern. Selbst die Landung einer unbemannten Sonde wäre zwischen Ios aufbrechenden Rissen schwierig. Doch es gibt einen anderen Jupitermond, der nicht nur menschliche Erforschung zuließe,
sondern möglicherweise sogar eigene Lebensformen beherbergt. Europa ist eines der geheimnisvollsten und faszinierendsten Objekte in unserem Sonnensystem. Wirklich anders als jeder andere Ort im Sonnensystem oder auf der Erde. Die Oberfläche besteht aus Rissen, geformtem und unregelmäßigem Terrain. In manchen Gegenden sieht es nach Eisbergen aus. Könnte dieser unerforschte Mond Europa fremde Lebensformen beherbergen? Europa umkreist Jupiter in fast 650.000 Kilometern Entfernung. Das ist mehr als die doppelte Entfernung von Io zu ihrem Mutterplaneten. Wie ihre eruptive Cousine wird Europa durch Schwerkraft geformt. Jupiter hat den größten Einfluss. Seine Masse zieht den widerstrebenden Mond in Richtung seiner Oberfläche. Europa widersteht mittels ihrer eigenen Schwerkraft. Hunderttausende von Kilometern über dem Gasgiganten verharrt der Mond in einem recht stabilen Abstand zum Mutterplaneten. Aber nicht nur Jupiter zerrt an Europa, auch die kleine Io und ihr größerer Cousin Ganymed ziehen aus unterschiedlichen Richtungen an ihr. Auch Europas Umlaufbahn wird davon beeinflusst. Die Auswirkungen sind jedoch völlig anders als bei Io. Europas Oberfläche ist eiskalt, an manchen Stellen minus 320 Grad Celsius. Doch es kommt sogar dort zur Erwärmung. Und was sich davon an der Oberfläche zeigt, macht diesen Mond so interessant. Wasser. Dieses Wasser steigt aus einem unterirdischen Ozean auf, tritt als Gletschereis an die Mondoberfläche und überzieht sie wie das Wasser, das eine Eismaschine zum Glätten einer Eisbahn verwendet. Der flache Ozean von Europa wird in ungefähr 15 bis 25 Kilometern Tiefe vermutet. Wasser war der Ursprung des Lebens auf der Erde. Könnte das auch für Europa oder andere Monde gelten? Eisige Ozeane auf Satelliten größerer Planeten könnten der häufigste Lebensraum im Universum sein. Die Erde ist sicherlich ziemlich einzigartig, aber eisige Trabanten gibt es wohl eine ganze Menge. Im Februar 2007 schaffte es das unbemannte Raumschiff New Horizons auf seinem Weg zum Pluto und den äußeren Bereichen des Sonnensystems nahe genug an Europa heranzusteuern, um einige verblüffende Fotos zur Erde zu senden. Nur wenn die Sonne hinter Europa auf- oder unterging, wurden interessante Formationen sichtbar, die Kornkreise genannt wurden. Sie sind sehr groß. Wenn Sie versuchen würden, einen dieser Kreise zu durchfahren, würden Sie sanft absteigend in eine Senke von bis zu 100 Metern Tiefe fahren, aus der Sie auf der anderen Seite wieder herauskämen. Die Ähnlichkeit von Europas Kornkreisen zu denen auf der Erde endet, wenn wir ihre Größe betrachten. Jeder misst fast 3.000 bis 5.000 Kilometer im Durchmesser. Sie sind zu flach und zu gleichmäßig, um von Einschlägen herzurühren. Asteroide und Kometen treten stets in verschiedenen Formen und Größen auf. Europas Kornkreise sind jedoch geologisch bemerkenswert gleichförmig. Obwohl es noch keine Beweise gibt, scheint es, dass auch hierfür die Masse Jupiters verantwortlich ist. Es wird spekuliert, dass Europas Eisdecke nicht mit dem Kern des Mondes verbunden ist. Viel eher treibt sie auf dem unterirdischen Ozean wie ein galaktischer Eisberg. Die Polarregion könnte von Jupiter geformt und dann über Hunderttausende von Jahren langsam in Richtung Äquator gezogen sein. Dies ergab dort eine Reihe ringförmiger Vertiefungen. Wenn Europas Eiskruste eine ähnliche Struktur wie die Eisberge auf der Erde hat, würde ihr größter Teil unter der Oberfläche des Ozeans liegen. Dies hat weitreichende Folgen für zukünftige Forschungen. Das bedeutet, dass das 8- bis 9-fache an Eis unter den sichtbaren großformatigen Strukturen zu erwarten ist. Die Eisbergtheorie macht Schluss mit der Annahme, dass Europas unterirdischer Ozean einfach durch eine dünne Eiskruste hindurch angezapft werden könnte. Radar- und Infrarotmessungen werden besonders wichtig sein, bevor man auf Europa landen kann. Forscher künftiger Generationen werden Punkte finden müssen, an denen dieser mysteriöse Ozean
an die Oberfläche getreten ist, um von dort einen Weg zu finden, darin einzutauchen. Diese Forscher könnten sich aber auch entscheiden, stattdessen eine Station auf Ganymed, dem größten Jupitermond, zu errichten. Wie Phobos als Station der Marserforschung dienen könnte, könnte Ganymed das Gleiche für das Ringsystem des Jupiters leisten. Er ist größer als der Planet Merkur und kommt der Erde mit seiner Schwerkraft näher als jeder andere Jupitermond. Obwohl er von Io und Europa angezogen wird, ist er weit genug von Jupiter entfernt, um nicht so sehr wie seine Cousinen von den unbarmherzigen Gezeiten des Giganten beeinflusst zu werden. Auf Ganymed wäre es denkbar, in einem hübschen großen Krater eine Station mit Schutzhülle zu parken, die dort vor den aufgeladenen Teilchen der Ringe geschützt wäre. Das wäre eine sichere Zone, um nicht nur Ganymed, seine Geologie und sein Magnetfeld, sondern das gesamte Jupiter-System zu untersuchen. Ganymed ist der einzige Mond im Sonnensystem mit eigenem Magnetfeld. Dafür braucht Ganymed eine ausreichende Masse und einen heißen inneren Kern. Seine Masse ist offensichtlich, woher allerdings die Hitze kommt, ist ungeklärt. Ganymed wird von den Gezeitenkräften von Io und Europa beeinflusst. Messungen ihrer Umlaufbahn legen nahe, dass diese rund genug ist, um die Gravitationsreibung seiner kleineren Cousinen zu vermeiden. Die Theorie ist, dass es in Ganymedes Vergangenheit ein Ereignis gegeben hat, das seine Umlaufbahn vorübergehend verändert hat. Vielleicht gab es Unregelmäßigkeiten, die große Hitze im Innern erzeugten. Wir wissen es nicht genau. Was wir aber wissen: Der kürzliche Flug der New Horizons hat uns nur einen Vorgeschmack der Wunder geliefert, die uns auf den Jupitermonden erwarten. Wissenschaftler sehen mit Spannung dem Tag entgegen, an dem auf einem Trabanten gelandet und mit der Erforschung dieser Rätsel begonnen werden kann. Ein weiterer Eismond umkreist den Gasgiganten Saturn. Er ist zu klein für eine eigene Atmosphäre, was ihn aber nicht daran hindert, von der Atmosphäre seines Mutterplaneten zu zehren. Enceladus ist recht klein, wurde aber nach einem Riesen aus der griechischen Mythologie benannt. Er hat wie Io und Europa eine leicht verschobene Umlaufbahn. Die Schwerkraft des Saturn drückt und knetet diesen kleinen Mond und erzeugt Gravitationshitze in seinem Inneren. Er speit jedoch nicht wie Io Materie aus seinem Inneren in eine gewaltige Gaswolke. Es gibt auch keine Eisansammlung auf seiner Oberfläche wie auf Europa. Nein, Enceladus stößt eisige Wasserfontänen in die Saturnatmosphäre aus. Das ist mehr eine Art Geysir als ein Vulkan. Der Wasserdampf gerät in die Umlaufbahn des kleinen Mondes oder wird aufgrund der Nähe von Saturn auf die Oberfläche des Planeten gezogen. Nachdem sein Interesse durch die Untersuchungen des Plasmatores von Io geweckt war, begann Michael Mendelos Team, den Effekt von Enceladus auf die Atmosphäre des Saturns zu untersuchen. Das Wasser dient als Katalysator für die Rekombination der Ionen und Elektronen. Vor der Cassini-Mission waren die Wissenschaftler auf Computermodelle zur Bestimmung atmosphärischer Bedingungen rund um den Saturn angewiesen. Diese deuteten an, dass Saturn eine sehr robuste Ionosphäre hätte. Doch die Cassini-Daten zeigten, dass Saturns Ionosphäre nur 10% dieser angenommenen Stärke aufwies. Es scheint, dass das Eiswasser, das Enceladus ausstößt, die aufgeladenen Partikel in Saturns Ionosphäre neutralisiert. Mehr zufällig war die Wissenschaft auf den Effekt gestoßen, den Wasser auf die Erdatmosphäre haben kann. 1973, als die NASA ihre Skylab-Tagung abhielt, startete man die letzte riesige Saturn-V-Rakete in Richtung Mond. Es hatte bis dahin noch keinen Start gegeben, bei dem der Antrieb bis in die Ionosphäre hinauflief. Die gigantische Maschine der Saturn V stieß pro Sekunde eine Tonne Wasserdampf aus. Die Ionosphäre löste sich an diesem Tag fast auf. Das Wasser riss ein klaffendes Loch in die oberste Schicht der Erdatmosphäre. Die ionisierende Sonnenstrahlung benötigte 24 Stunden, um dieses Loch wieder zu schließen. Auch für den Saturn
dessen Mond Enceladus fortwährend 6 Tonnen Wasser pro Sekunde in die Atmosphäre schleudert, hat dies signifikante Langzeiteffekte. Man muss allerdings nicht befürchten, dass Enceladus die Ionosphäre seines Mutterplaneten komplett auflösen wird. Der mit nur 480 Kilometern Durchmesser vergleichsweise winzige Mond hat jedoch Saturn und die wissenschaftliche Gemeinde auf sich aufmerksam gemacht. Während wir Vorbereitungen treffen, Sonden in Richtung Phobos und Europa zu senden und Daten von Titan, Enceladus und Io analysieren, ist eine ganz neue Gruppe von Monden aufgetaucht. Bis zu den 1990er Jahren waren sich die meisten Astronomen einig, dass es lediglich 34 Monde im Sonnensystem gäbe. Die meisten davon reguläre, runde Monde wie der Erdmond, die ihren Mutterplaneten in gleicher Richtung wie die Rotation des Planeten umkreisen. Aber eine Handvoll dieser Satelliten sind sogenannte irreguläre Monde. Diese sonderbaren Monde folgen eher länglichen Umlaufbahnen. Diese verlaufen oft schräg und die Trabanten rotieren in entgegengesetzter Richtung zu ihren Planeten. Sie sehen wie fliegende Kartoffeln aus, wie deformierte Klumpen. Sie waren aufgrund ihrer geringen Größe sehr schwer auszumachen. Noch dazu sind sie meist sehr dunkel. Mit der digitalen Fotografie und neuen, lichtstarken Objektiven veränderte sich die lineare Landschaft innerhalb eines Jahrzehnts. Dr. Brad Gladman entdeckte 1997 an der University of British Columbia im Palomar-Observatorium seinen ersten irregulären Mond. Seitdem hat er weitere 17 vorher verborgene Objekte ans Licht geholt. Im äußeren Sonnensystem entdeckt man neue Objekte durch ihre relative Bewegung zu den Sternen und unbeweglichen Galaxien im Hintergrund. Wenn Sie 2 Fotos im Abstand von 1 Stunde machen, wird sich keiner der Galaxiesterne bewegt haben. Aber Sie erkennen bewegliche Ziele. Das Objekt könnte ein Komet oder Asteroid sein. Oder ein neuer, irregulärer Mond, wenn er den Planeten in entgegengesetzter Richtung umkreist. Ein weiterer wichtiger Unterschied zu den regulären Trabanten: Irreguläre Monde sind unabhängig von den Planeten entstanden, die sie umkreisen. Höchstwahrscheinlich waren sie Teil der Trümmer, aus denen sich unser Sonnensystem formte. Phoebe, der größte den Saturn umkreisende irreguläre Mond, ist dafür ein klassisches Beispiel. Phoebe umkreist Saturn auf einer äußeren, retrograden und geneigten Umlaufbahn. Voyager-Bilder legen nahe, dass dieses Objekt nur ein Asteroid wäre. Durch die Cassini-Mission wissen wir inzwischen, dass es dort viel Eis aus Wasser gibt. Das schließt einen Asteroiden aus. Vielleicht kommt Phoebe aus dem Kuipergürtel, vom äußersten Rand des Sonnensystems. Der Kuipergürtel wird als Ansammlung von Überbleibseln der Formation unseres Sonnensystems angesehen. Er kreist jenseits der Pluto-Umlaufbahn um die Sonne. Es ist wahrscheinlicher, dass sich Phoebe in einer entfernten Bahn um die Sonne formierte und dann vom Saturn in dessen Orbit gezogen wurde. Anders als die meisten anderen Objekte, die aus dem gleichen Verdichtungsmaterial wie Saturn selbst stammen oder vom Sonnensystem ausgestoßen wurden. Phoebe würde in diesem Fall aus der planetaren Materie bestehen, die Saturn bei seiner Entstehung umkreiste. Vielleicht ist sie aus anderem Material als einige der irregulären Jupitermonde. Dann könnten Astrogeologen die verschiedenen Bestandteile vergleichen, aus denen die beiden Gasgiganten Saturn und Jupiter entstanden sind. Es gibt gegenwärtig 3 Theorien dazu, wie Phoebe und andere irreguläre Monde einst ihre Unabhängigkeit eingebüßt haben. 2 besagen, dass die Monde eingefangen wurden, als sich das Sonnensystem formte und die Planeten noch Akkretionswolken aus Gas und Materie waren. Von ihnen ist die Gas-Drag-Theorie am einfachsten. Träge Gase wabern um den sich verdichtenden Planeten und halten vorbeifliegende Kometen oder Asteroiden auf.
Wir wissen, dass die Riesenplaneten ihr System von regulären Satelliten in einer Art Materiescheibe halten, wie eine Art Miniatursonnensystem. Gas und Staub aus diesem Gürtel reiben sich in den äußeren Regionen aneinander. Vorbeikommende, anderweitig geformte Planetesimale werden abgebremst und eingefangen. Die zweite Theorie ist eine Variation der ersten, die sogenannte Pull-Down-Theorie. Anstelle von den Gürtelgasen, eingefangenen Objekten, wird es unerwartet von der wachsenden Schwerkraft des sich formenden Planeten in dessen Umlaufbahn gezogen. Diese beiden Theorien scheinen passend für Jupiter und Saturn, da die Materiemixtur beider Planeten schnell groß genug war, vorbeifliegende Objekte zu verlangsamen. Wie sieht es aber mit den Eisriesen Neptun und Uranus aus? Aufgrund der extremen Kälte formieren sie sich wesentlich langsamer. Es ist schwer zu glauben, dass ihre Materiemixtur mächtig genug war, vorbeifliegende Himmelskörper einzufangen. Dennoch haben beide Eisplaneten ihre eigenen irregulären Monde. Daher gibt es eine dritte Theorie, laut der drei Körper interagieren. Wir fanden heraus, dass viele Objekte aus mehreren Teilen bestehen, oft aus zwei Hälften derselben Größe in einer binären Beziehung zueinander und auf einer gemeinsamen Umlaufbahn. Sie rotieren analog und bilden zusammen ein Baryzentrum. Ein binäres Paar existiert, wenn zwei Objekte der gleichen Größe dicht genug an ihrem gemeinsamen Schwerpunkt sind, um ein drittes, größeres Objekt davon abzuhalten, sie zu trennen. Wenn ein Teil aber deutlich größer ist als der andere, hat ein größeres drittes Objekt eine bessere Chance, die beiden auseinanderzubringen. Der kleinere wird die größere Umlaufbahn haben, die weiter ausschweift. Das bringt das kleinere Objekt nah genug an den Planeten, um eingefangen zu werden, während sein Partner auf eine andere Umlaufbahn geschleudert wird. Ein Mond widersetzt sich jedoch auf seltsame Weise der Einordnung. Triton umkreist Neptun in gegenläufiger Richtung. Das würde ihn zum irregulären Mond machen. Allerdings ist er rund und kreist nahe am Äquator auf einer fast perfekten, runden Umlaufbahn, was klassischerweise einen regulären Mond auszeichnet. Er stößt außerdem mysteriöse, eisige Dämpfe aus. Das deutet an, dass er vulkanisch war oder noch ist. Bevor Voyager 2 in das äußere Sonnensystem aufbrach, galt der Neptunmond Triton als toter Gesteinsbrocken von der Größe unseres Mondes. Als Voyager Fotos von dort übermittelte, die eine Oberfläche mit Gebirgsfalten, Bergen und Spalten offenbarte, die tektonische Bewegungen und eine überraschend stabile Atmosphäre andeuteten, staunte die Wissenschaft. Geologische Kräfte, die man nur von viel wärmeren und größeren Planeten kannte, gab es offenbar auch auf einem eisigen Trabanten, nur wenig kleiner als der Erdmond. Voyager entdeckte 1989 zwar keine aktiven Vulkane, aber wie auf dem Saturnmond Enceladus brachen regelmäßig Geysire auf der Oberfläche von Triton aus. Was an Triton wirklich verblüffte, waren nicht allein die geologischen Prozesse, sondern die Tatsache, dass sich diese auf einem irregulären Mond abspielen. Die meisten großen Monde des Sonnensystems sind reguläre Satelliten, mit Triton als wichtige Ausnahme. Von Triton wird angenommen, dass er einst von Neptun eingefangen wurde. Ein eingefangener Mond, der sich wie ein regulärer Trabant verhält. Wie konnte ein Himmelskörper von der Größe Tritons so verlangsamt werden, dass er Neptuns Atmosphäre nicht durchstoßen oder direkt auf den Eisplaneten stürzen würde? Es gibt keine zweifelsfrei richtige Antwort, aber einige plausible Theorien. Wie Spieler beim Roulette gingen Triton und Neptun ein Risiko ein und vertrauten sozusagen auf ihr Glück. Place your bets. Get lucky now.
Beim Roulette gibt es mehrere Möglichkeiten zu setzen. Jede birgt verschiedene Chancen. Je geringer die Wahrscheinlichkeit, desto höher der mögliche Gewinn. Es gibt wenigstens drei Möglichkeiten, wie Triton von Neptun eingefangen werden konnte. Alle drei Hypothesen sind physikalisch möglich. Aber die erste, die Gas-Drag-Theorie, ist am wenigsten wahrscheinlich, weil die Phase, in der eine Gas-Materie-Scheibe um Neptun existierte, die einen Vorläufer von Triton hätte einfangen können, nur sehr kurz war. So wahrscheinlich wie eine grüne Null beim Roulette. Wahrscheinlicher ist, dass Tritons Urahn irgendwann in der Frühgeschichte des Sonnensystems mit einem mittelgroßen Eissatelliten kollidierte und daraus Triton entstand. Wenn wir beim Roulette bleiben, ist die Chance hierfür dreimal so hoch, würde ich sagen. Noch sicherer beim Glücksspiel ist aber, auf die geraden Zahlen zu setzen. Eine 50-prozentige Gewinnchance. Für Triton ist diese binäre Hypothese am wahrscheinlichsten. Tausende von Objekten im Kuipergürtel kommen von der Größe dafür in Frage, von Neptun aus einer binären Rotation herausgerissen worden zu sein. Niemand weiß genau, welche Nummer sich bezahlt gemacht hat in den frühen Tagen des Sonnensystems, als Triton von Neptun eingefangen wurde. Als der Mond gegenläufig um Neptun zu kreisen begann, sprengte er jedenfalls alles weg, was seinen Weg kreuzte. Neptun hat kein reguläres System von Satelliten. Man nimmt an, dass mit der Gefangennahme von Triton das Ende eines solchen hübschen Systems von Monden gekommen war, wie wir es von anderen großen Planeten kennen. Es scheint, als ob der wütende gefangene Triton sich an den anderen unglückseligen Neptunmonden abreagiert hat. Doch woher kam dieser eigensinnige Trabant eigentlich? Von Voyager 2 übermittelte Daten deuten an, dass Tritons Dichte beinahe die von Pluto erreicht. Dies legt eine Verwandtschaft nahe, die kein anderer regulärer Mond in Anspruch nehmen kann. Man nimmt an, dass Pluto und Triton beide aus dem Kuipergürtel stammen. Das äußere Sonnensystem bestand aus diesen riesigen Objekten auf verschiedenen Bahnen. Einige von ihnen formierten sich zu gigantischen Planeten, andere wurden weiter nach draußen geschleudert, wo sie noch heute im Kuipergürtel treiben. Verdichtungen, Kollisionen und Gefangennahmen haben die ehemalige Hauptverkehrsader für planetare Materie deutlich dezimiert. In der Frühgeschichte des Sonnensystems mag es sehr viel größere Objekte im Kuipergürtel gegeben haben, mit einer Masse vom 50-fachen der Erde. Heute hat der gesamte Gürtel eine geringere Masse als die Erde. Was vom Kuipergürtel übrig blieb, ist so alt wie das Sonnensystem selbst. Die Materie, aus der die binären Objekte, Kollisionsüberreste und auch einige unserer unerforschten Monde stammen, hat sich seit mehr als 4 Milliarden Jahren nicht verändert. Es ist erstaunlich, wie unterschiedlich all die Monde in unserem Sonnensystem sind. Als ich zum ersten Mal ans Astronomische Institut kam, konnten wir noch keinen dieser Monde richtig sehen. Sie waren nur winzige Punkte in unserem Teleskop und wir hatten keine Vorstellung von ihrer Vielfalt. Dieser enorme Reichtum ist das Überwältigende am Sonnensystem. Auf dem Weg zurück von den eisigen Rändern unseres Sonnensystems ergreifen uns die Unendlichkeit des Universums und die majestätische Aura der Planeten. Die kleinen Welten in ihrem Schatten sind jedoch mehr als nur eine Pause wert. Diese unerforschten Monde, die einst als unbedeutend galten, halten noch genügend Rätsel für die Menschheit bereit. Dass er schneller wird. Er zieht immer engere Kreise und prallt am Ende auf die Stange, unseren Modellplaneten. Genau das wird Phobos passieren, der schneller um den Mars als dieser um sich selbst kreist. Das Wechselspiel der Gezeiten zieht Phobos mehr und mehr an und beschleunigt ihn auf seiner Umlaufbahn. In ungefähr 50 Millionen Jahren erwarten wir, dass Phobos mit Mars kollidieren und damit als Mond verschwinden wird.
Dagegen umkreist Deimos, der entferntere Mond, Mars langsamer als dessen Eigenrotation. Er wickelt in unserem Modell die Schnur quasi wieder von der Stange, in die entgegengesetzte Richtung. Deimos wird durch die Schwerkraft der Sonne immer weiter vom Mars weggezogen. Irgendwann wird der Mars also seine zwei Monde verlieren. Da Phobos die Marsrotation überholt, scheint es, als würde er im Westen auf- und im Osten untergehen. Statt wie der Erdmond und die meisten anderen Trabanten im Osten auf- und im Westen unterzugehen, ist er der Rotation seines Planeten voraus und geht im Westen auf. Er rast über den Himmel und geht am östlichen Horizont unter. Es wird noch 50 Millionen Jahre dauern, bevor Phobos völlig verschwindet. Bis dahin könnte er aber nützlich für eine Kolonisierung des Mars sein. Science-Fiction-Autor Arthur C. Clarke spekulierte über diese Idee in seinem Buch Projekt Morgenröte. Obwohl es keinen Grund gibt, Phobos selbst zu besiedeln, macht seine Nähe zum Mars ihn zu einer natürlichen Zwischenstation. Was die Schwerkraft betrifft, ist es einfacher, auf Phobos zu landen, der keine eigene Schwerkraft besitzt, als sich gegen die des Mars durchzusetzen, um auf ihn zu gelangen. Von Galileo bis zu Stanley Kubrick haben die gigantischen Planeten des äußeren Sonnensystems unsere Fantasie durch ihre schiere Größe beflügelt. In Wirklichkeit würde ihre nähere Erkundung Selbstmord bedeuten. Schon die erdrückende Kraft der Atmosphäre des Jupiters würde dies verhindern. Die Monde dieser Kolosse könnten jedoch eine vielversprechende Plattform für die Erforschung und mögliche spätere Besiedlung bieten. Sind diese Gefangenen der Jupiter-Schwerkraft feindliche Welten, auf denen kein organisches Leben möglich ist? Oder könnten sie zu einem sicheren Hafen für kommende Generationen von Weltraumforschern werden? Bis vor kurzem war sehr wenig bekannt über die Monde der aus Gas und Eis bestehenden Giganten. Die meisten blieben im gleißenden Licht ihrer Mutterplaneten verborgen. Heute enthüllen moderne Teleskope und unbemannte Sonden Gefilde mit einem ganzen Schwarm von Monden. Von planetenähnlichen Welten bis zu unförmigen Asteroiden von kaum 50 Kilometern Durchmesser. Jupiter, der größte Planet unseres Sonnensystems, ist ein wahrer Magnet für Monde. Vor fast 4,5 Milliarden Jahren entstand er aus einer gewaltigen, in sich kollabierenden Gaswolke. Dieser sogenannte Akkretionsprozess bildete den Beginn des Ringesystems. Während fast alle Materie sich zum Planeten Jupiter formte, ballte sich ein Rest zu kleinen Wirbeln in dessen Umlaufbahn. Diese Miniaturverdichtungen wurden zu Jupiters regulären Monden. Io, Europa, Ganymed und Callisto. Im Zuge seiner Entstehung begann Jupiters Schwerkraft, Materie aus den Anfängen unseres Sonnensystems in seiner Nähe zu bündeln. Die Riesenplaneten bildeten sich sehr früh in einer Umgebung voller Gase heraus und zogen eine Menge kleinteiligen Treibguts in ihre Umlaufbahnen. Die Zahl der Jupitermonde rangiert von 60 bis zu mehr als 200, je nachdem, wer gerade zählt. Wenn man von der Gasatmosphäre des Jupiters in den Himmel blicken könnte, würde man ein grandioses Ballett linearer Objekte bewundern können. Es wäre sicher toll, diese Monde betrachten zu können. Man würde Io vorbeiziehen sehen und jedes zweite Mal würde sie von Europa begleitet werden. Jedes vierte Mal würde man dazu noch Ganymed sehen. Ein Mitglied aus dieser Mondfamilie ist so im Banne Jupiters, dass es förmlich aus seinem Inneren herausbricht. Im Februar 2007 richtete die Raumsonde New Horizons auf ihrem Weg zum Pluto ihre Kameras auf Io. Ungefähr von der Größe unseres Mondes
umkreist sie Jupiter in einer Höhe von ca. 423.000 Kilometern. Was Io von den anderen Ringmonden unterscheidet, ist ihre spektakuläre vulkanische Aktivität. Die Kameras der New Horizons lieferten detaillierte Fotos von glühender Lava auf Ios Oberfläche. Eine riesige 320 Kilometer hohe Staubfahne erhob sich von der Oberfläche dieses teilweise flüssigen Mondes. Io ist wie alle regulären Jupitermonde nach einer Geliebten des römischen Göttervaters Jupiter benannt. Sie wurde von Galileo Galilei 1610 entdeckt. Über Jahrzehnte, seit den ersten Fotos 1974 durch Pioneer 1 und 1979 durch Voyager 1, haben Ios pulsierende Vulkane die Wissenschaftler erstaunt und in Atem gehalten. Jede Sekunde schleudert Io ungefähr eine Tonne Materie von sich. Jede Sekunde des Tages. Eine phänomenale Kraftmaschine. Ich würde gern zu Io fliegen, auch wenn es dort sehr gefährlich und heiß und schwefelig wäre. Io ist zu klein, um immer noch einen flüssigen Kern zu haben. Ein anderer geheimnisvoller Prozess muss für ihre Aufheizung verantwortlich sein. Ios gesamtes Innere könnte flüssig sein, weil es permanent durch die Schwerkraft des Jupiter zusammengepresst wird. Im Kern des Mondes entwickelt sich aber nicht nur Jupiter zerrt an Europa, auch die kleine Io und ihr größerer Cousin Ganymed ziehen aus unterschiedlichen Richtungen an ihr. Auch Europas Umlaufbahn wird davon beeinflusst. Die Auswirkungen sind jedoch völlig anders als bei Io. Europas Oberfläche ist eiskalt, an manchen Stellen minus 320 Grad Celsius. Doch es kommt sogar dort zur Erwärmung. Und was sich davon an der Oberfläche zeigt, macht diesen Mond so interessant. Wasser. Dieses Wasser steigt aus einem unterirdischen Ozean auf, tritt als Gletschereis an die Mondoberfläche und überzieht sie wie das Wasser, das eine Eismaschine zum Glätten einer Eisbahn verwendet. Der flache Ozean von Europa wird in ungefähr 15 bis 25 Kilometern Tiefe vermutet. Wasser war der Ursprung des Lebens auf der Erde. Könnte das auch für Europa oder andere Monde gelten? Eisige Ozeane auf Satelliten größerer Planeten könnten der häufigste Lebensraum im Universum sein. Die Erde ist sicherlich ziemlich einzigartig, aber eisige Trabanten gibt es wohl eine ganze Menge. Im Februar 2007 schaffte es das unbemannte Raumschiff New Horizons, auf seinem Weg zum Pluto und den äußeren Bereichen des Sonnensystems nahe genug an Europa heranzusteuern, um einige verblüffende Fotos zur Erde zu senden. Nur wenn die Sonne hinter Europa auf- oder unterging, wurden interessante Formationen sichtbar, die Kornkreise genannt wurden. Sie sind sehr groß. Wenn Sie versuchen würden, einen dieser Kreise zu durchfahren, würden Sie sanft absteigend in eine Senke von bis zu 100 Metern Tiefe fahren, aus der Sie auf der anderen Seite wieder herauskämen. Die Ähnlichkeit von Europas Kornkreisen zu denen auf der Erde endet, wenn wir ihre Größe betrachten. Jeder misst fast 3.000 bis 5.000 Kilometer im Durchmesser. Sie sind zu flach und zu gleichmäßig, um von Einschlägen herzurühren. Asteroide und Kometen treten stets in verschiedenen Formen und Größen auf. Europas Kornkreise sind jedoch geologisch bemerkenswert gleichförmig. Obwohl es noch keine Beweise gibt, scheint es, dass auch hierfür die Masse Jupiters verantwortlich ist. Es wird spekuliert, dass Europas Eisdecke nicht mit dem Kern des Mondes verbunden ist. Viel eher treibt sie auf dem unterirdischen Ozean wie ein galaktischer Eisberg. Die Polarregion könnte von Jupiter geformt und dann über Hunderttausende von Jahren langsam in Richtung Äquator gezogen sein. Dies ergab dort eine Reihe ringförmiger Vertiefungen. Wenn Europas Eiskruste eine ähnliche Struktur wie die Eisberge auf der Erde hat, würde ihr größter Teil unter der Oberfläche des Ozeans liegen. Dies hat weitreichende Folgen für zukünftige Forschungen. Das bedeutet, dass das 8- bis 9-fache an Eis unter den sichtbaren großformatigen Strukturen zu erwarten ist. Die Eisbergtheorie macht Schluss mit der Annahme, dass Europas unterirdischer Ozean
einfach durch eine dünne Eiskruste hindurch angezapft werden könnte. Radar- und Infrarotmessungen werden besonders wichtig sein, bevor man auf Europa landen kann. Forscher künftiger Generationen werden Punkte finden müssen, an denen dieser mysteriöse Ozean an die Oberfläche getreten ist, um von dort einen Weg zu finden, darin einzutauchen. Diese Forscher könnten sich aber auch entscheiden, stattdessen eine Station auf Ganymed, dem größten Jupitermond, zu errichten. Wie Phobos als Station der Marserforschung dienen könnte, könnte Ganymed das Gleiche für das Ringsystem des Jupiters leisten. Er ist größer als der Planet Merkur und kommt der Erde mit seiner Schwerkraft näher als jeder andere Jupitermond. Obwohl er von Io und Europa angezogen wird, ist er weit genug von Jupiter entfernt, um nicht so sehr wie seine Cousinen von den unbarmherzigen Gezeiten des Giganten beeinflusst zu werden. Auf Ganymed wäre es denkbar, in einem hübschen großen Krater eine Station mit Schutzhülle zu parken, die dort vor den aufgeladenen Teilchen der Ringe geschützt wäre. Das wäre eine sichere Zone, um nicht nur Ganymed, seine Geologie und sein Magnetfeld, sondern das gesamte Jupiter-System zu untersuchen. Ganymed ist der einzige Mond im Sonnensystem mit eigenem Magnetfeld. Dafür braucht Ganymed eine ausreichende Masse und einen heißen inneren Kern. Seine Masse ist offensichtlich, woher allerdings die Hitze kommt, ist ungeklärt. Ganymed wird von den Gezeitenkräften von Io und Europa beeinflusst. Messungen ihrer Umlaufbahn legen nahe, dass diese rund genug ist, um die Gravitationsreibung seiner kleineren Cousinen zu vermeiden. Die Theorie ist, dass es in Ganymeds Vergangenheit ein Ereignis gegeben hat, das seine Umlaufbahn vorübergehend verändert hat. Vielleicht gab es Unregelmäßigkeiten, die große Hitze im Innern erzeugten. Wir wissen es nicht genau. Was wir aber wissen, der kürzliche Flug der New Horizons hat uns nur einen Vorgeschmack der Wunder geliefert, die uns auf den Jupitermonden erwarten. Wissenschaftler sehen mit Spannung dem Tag entgegen, an dem auf einem Trabanten gelandet und mit der Erforschung dieser Rätsel begonnen werden kann. Ein weiterer Eismond umkreist den Gasgiganten Saturn. Er ist zu klein für eine eigene Atmosphäre, was ihn aber nicht daran hindert, von der Atmosphäre seines Mutterplaneten zu zehren. Enceladus ist recht klein, wurde aber nach einem Riesen aus der griechischen Mythologie benannt. Er hat wie Io und Europa eine leicht verschobene Umlaufbahn. Die Schwerkraft des Saturn drückt und knetet diesen kleinen Mond und erzeugt Gravitationshitze in seinem Inneren. Er speit jedoch nicht wie Io Materie aus seinem Inneren in eine gewaltige Gaswolke. Es gibt auch keine Eisansammlung auf seiner Oberfläche wie auf Europa. Nein, Enceladus stößt eisige Wasserfontänen in die Saturnatmosphäre aus. Das ist mehr eine Art Geysir als ein Vulkan. Der Wasserdampf gerät in die Umlaufbahn des kleinen Mondes oder wird aufgrund der Nähe von Saturn auf die Oberfläche des Planeten gezogen. Nachdem sei sich Reibungshitze durch die extreme Gravitation Jupiters. So wie ein Töpfer einen Klumpen Lehm knetet, formt und bewegt Jupiter ständig seinen Mond, als ob er an ihm immerfort weiter modellieren würde. Wenn ein Mond etwas von dieser Gravitationshitze abbekommt, wird er formbar wie Lehm. Die noch kalte Oberfläche des Mondes bricht auf. Das erwärmte Innere aber wird dehnbar und förmlich flüssig durch die Anziehungskraft des Mutterplaneten. Die meisten regulären Monde haben kreisförmige Umlaufbahnen. Um Gravitationshitze zu produzieren, muss ein Mond in einer eher ovalen Umlaufbahn kreisen, wo die Distanz zum Mutterplaneten sich während einem einzigen Umlauf radikal verändert. Der einzige Weg, auf dem diese unrunden Bahnen zustande kommen, ist, wenn die Schwerkraft eines anderen Himmelskörpers ins Spiel kommt. Wenn ein Mond auf einer ovalen Umlaufbahn kreist, ist er seinem Mutterplaneten mal näher und mal ferner. Er wird abwechselnd auseinandergezogen und zusammengepresst.
Io reagiert auf ihre Partnermonde Europa und Ganymed. Während Jupiter und Io um eine synchrone Bahn kämpfen, ziehen Europa und Ganymed Io in entgegengesetzte Richtung. Jupiter zieht auf der anderen Seite. In der Folge wird Io wechselseitig zusammengedrückt. Die für die gewaltigen Vulkane auf Io verantwortliche Gravitationshitze hat noch einen Nebeneffekt. Sie bringt das größte ortsgebundene und sichtbare Objekt unseres Sonnensystems hervor, eine gigantische Gaswolke, 500 Mal so groß wie der Jupiter. 1990 entdeckten Professor Michael Mendillo und sein Team von der Boston University eine große Gaswolke, die von der einen Seite des Jupiters zur anderen reichte. Sie waren die ersten, die den Nebel fotografieren konnten. Das Team entdeckte auch seinen Ursprung und den Mechanismus, der die Wolke stetig weiter ausdehnte. Io ist so klein, dass sie kaum eine Atmosphäre hat. Aber ihre Vulkane liefern ständig Materie, aus der sich eine solche Hülle entwickeln könnte. Warum gibt es also dort keine Atmosphäre mit all diesen seit Jahrmillionen tätigen Vulkanen? Ganz einfach, die Materie entweicht. Das entscheidende Gas dabei ist Natrium. Obwohl es nur 5% der von Io ausgestoßenen Materie ausmacht, kann es von Teleskopen auf der Erde leicht erfasst werden. Das Gas reflektiert einen orangefarbenen Schimmer. Natrium wird in vielen Städten der Welt bei der Straßenbeleuchtung eingesetzt. Das Natrium und andere Gasmoleküle sind dem Sonnenlicht ausgesetzt. Die Elektronen und Protonen mancher dieser Teilchen werden abgespalten und ionisiert. In Plasmaform werden diese geladenen Moleküle durch das kraftvolle Magnetfeld Jupiters angezogen. Ihre Geschwindigkeit erhöht sich dort dramatisch. Es ist, als ob sie auf einem kosmischen Karussell mitfahren würden. Die Magnetfeldlinien sind hier die Karussellstangen. Dann und wann wird ein Natriumatom mit einem Elektron mitgenommen. Jetzt befinde ich mich im Plasmatorus des Jupiter mit all den anderen Ionen und Elektronen. Durch die Rekombination zwischen Ionen und Elektronen ist das neutrale Atom nicht mehr an das Magnetfeld gebunden und wird mit hoher Geschwindigkeit abgestoßen. Genug, um von Jupiter loszukommen. Diese Atome formen die größte permanent sichtbare Gaswolke in unserem Sonnensystem. Wenn wir diesen Nebel mit dem bloßen Auge sehen könnten, hätte er die 12-fache Größe des Mondes am Nachthimmel. Er ist so enorm in seiner Ausdehnung, dass Mendillo und sein Team für ihn ein eigenes Spezialteleskop entwickelt haben. Um ein großes Sichtfeld zu bekommen, braucht man nur eine kleine Linse, so wie bei einem Feldstecher, der das Sichtfeld vergrößert. Das Teleskop mag 1991 recht gewöhnlich gewirkt haben. Die enthaltene digitale Kamera war jedoch für die Zeit revolutionär. Mit digitalen Daten können Sie alles Mögliche anfangen. Mendillos Team wusste um das Natrium in der Wolke. Natrium existiert auch in der Erdatmosphäre. Sie konnten also digitale Fotografien der Atmosphären von Erde und Jupiter miteinander vergleichen und ein Bild des gigantischen Gasnebels erzeugen. Das war mit zwei Fotografien auf Papier noch sehr schwer. Mit digitalen Kameras jedoch hatten wir den Prozess der Bildbearbeitung revolutioniert. Obwohl Io ein wissenschaftlich und ästhetisch faszinierendes Ziel wäre, wird seine lebensfeindliche Oberfläche die nähere Erforschung wohl auf absehbare Zeit verhindern. Selbst die Landung einer unbemannten Sonde wäre zwischen Ios aufbrechenden Rissen schwierig. Doch es gibt einen anderen Jupitermond, der nicht nur menschliche Erforschung zuließe, sondern möglicherweise sogar eigene Lebensformen beherbergt. Europa ist eines der geheimnisvollsten und faszinierendsten Objekte in unserem Sonnensystem. Wirklich anders als jeder andere Ort im Sonnensystem oder auf der Erde. Die Oberfläche besteht aus Rissen, geformtem und unregelmäßigem Terrain. In manchen Gegenden sieht es nach Eisbergen aus. Könnte dieser unerforschte Mond Europa
fremde Lebensformen beherbergen? Europa umkreist Jupiter in fast 650.000 Kilometern Entfernung. Das ist mehr als die doppelte Entfernung von Io zu ihrem Mutterplaneten. Wie ihre eruptive Cousine wird Europa durch Schwerkraft geformt. Jupiter hat den größten Einfluss. Seine Masse zieht den widerstrebenden Mond in Richtung seiner Oberfläche. Europa widersteht mittels ihrer eigenen Schwerkraft. Hunderttausende von Kilometern über dem Gasgiganten verharrt der Mond in einem recht stabilen Abstand zum Mutterplaneten. Interesse durch die Untersuchungen des Plasmatores von Io geweckt war, begann Michael Mendelos Team, den Effekt von Enceladus auf die Atmosphäre des Saturns zu untersuchen. Das Wasser dient als Katalysator für die Rekombination der Ionen und Elektronen. Vor der Cassini-Mission waren die Wissenschaftler auf Computermodelle zur Bestimmung atmosphärischer Bedingungen rund um den Saturn angewiesen. Diese deuteten an, dass Saturn eine sehr robuste Ionosphäre hätte. Doch die Cassini-Daten zeigten, dass Saturns Ionosphäre nur 10% dieser angenommenen Stärke aufwies. Es scheint, dass das Eiswasser, das Enceladus ausstößt, die aufgeladenen Partikel in Saturns Ionosphäre neutralisiert. Mehr zufällig war die Wissenschaft auf den Effekt gestoßen, den Wasser auf die Erdatmosphäre haben kann. 1973, als die NASA ihre Skylab-Tagung abhielt, startete man die letzte riesige Saturn-5-Rakete in Richtung Mond. Es hatte bis dahin noch keinen Start gegeben, bei dem der Antrieb bis in die Ionosphäre hinauflief. Die gigantische Maschine der Saturn-5 stieß pro Sekunde eine Tonne Wasserdampf aus. Die Ionosphäre löste sich an diesem Tag fast auf. Das Wasser riss ein klaffendes Loch in die oberste Schicht der Erdatmosphäre. Die ionisierende Sonnenstrahlung benötigte 24 Stunden, um dieses Loch wieder zu schließen. Auch für den Saturn, dessen Mond Enceladus fortwährend 6 Tonnen Wasser pro Sekunde in die Atmosphäre schleudert, hat dies signifikante Langzeiteffekte. Man muss allerdings nicht befürchten, dass Enceladus die Ionosphäre seines Mutterplaneten komplett auflösen wird. Der mit nur 480 Kilometern Durchmesser vergleichsweise winzige Mond hat jedoch Saturn und die wissenschaftliche Gemeinde auf sich aufmerksam gemacht. Während wir Vorbereitungen treffen, Sonden in Richtung Phobos und Europa zu senden und Daten von Titan, Enceladus und Io analysieren, ist eine ganz neue Gruppe von Monden aufgetaucht. Bis zu den 1990er Jahren waren sich die meisten Astronomen einig, dass es lediglich 34 Monde im Sonnensystem gäbe. Die meisten davon reguläre, runde Monde wie der Erdmond, die ihren Mutterplaneten in gleicher Richtung wie die Rotation des Planeten umkreisen. Aber eine Handvoll dieser Satelliten sind sogenannte irreguläre Monde. Diese sonderbaren Monde folgen eher länglichen Umlaufbahnen. Diese verlaufen oft schräg. Und die Trabanten rotieren in entgegengesetzter Richtung zu ihren Planeten. Sie sehen wie fliegende Kartoffeln aus, wie deformierte Klumpen. Sie waren aufgrund ihrer geringen Größe sehr schwer auszumachen. Noch dazu sind sie meist sehr dunkel. Mit der digitalen Fotografie und neuen, lichtstarken Objektiven veränderte sich die lineare Landschaft innerhalb eines Jahrzehnts. Dr. Brad Gladman entdeckte 1997 an der University of British Columbia im Palomar-Observatorium seinen ersten irregulären Mond. Seitdem hat er weitere 17 vorher verborgene Objekte ans Licht geholt. Im äußeren Sonnensystem entdeckt man neue Objekte durch ihre relative Bewegung zu den Sternen und unbeweglichen Galaxien im Hintergrund. Wenn Sie zwei Fotos im Abstand von einer Stunde machen, wird sich keiner der Galaxiesterne bewegt haben. Aber Sie erkennen bewegliche Ziele. Das Objekt könnte ein Komet oder Asteroid sein. Oder ein neuer, irregulärer Mond, wenn er den Planeten in entgegengesetzter Richtung umkreist.
Ein weiterer wichtiger Unterschied zu den regulären Trabanten: irreguläre Monde sind unabhängig von den Planeten entstanden, die sie umkreisen. Höchstwahrscheinlich waren sie Teil der Trümmer, aus denen sich unser Sonnensystem formte. Phoebe, der größte den Saturn umkreisende irreguläre Mond, ist dafür ein klassisches Beispiel. Phoebe umkreist Saturn auf einer äußeren retrograden und geneigten Umlaufbahn. Voyager-Bilder legen nahe, dass dieses Objekt nur ein Asteroid wäre. Durch die Cassini-Mission wissen wir inzwischen, dass es dort viel Eis aus Wasser gibt. Das schließt einen Asteroiden aus. Vielleicht kommt Phoebe aus dem Kuipergürtel, vom äußersten Rand des Sonnensystems. Der Kuipergürtel wird als Ansammlung von Überbleibseln der Formation unseres Sonnensystems angesehen. Er kreist jenseits der Pluto-Umlaufbahn um die Sonne. Es ist wahrscheinlicher, dass sich Phoebe in einer entfernten Bahn um die Sonne formierte und dann vom Saturn in dessen Orbit gezogen wurde. Anders als die meisten anderen Objekte, die aus dem gleichen Verdichtungsmaterial wie Saturn selbst stammen oder vom Sonnensystem ausgestoßen wurden. Phoebe würde in diesem Fall aus der planetaren Materie bestehen, die Saturn bei seiner Entstehung umkreiste. Vielleicht ist sie aus anderem Material als einige der irregulären Jupitermonde. Dann könnten Astrogeologen die verschiedenen Bestandteile vergleichen, aus denen die beiden Gasgiganten Saturn und Jupiter entstanden sind. Es gibt gegenwärtig drei Theorien dazu, wie Phoebe und andere irreguläre Monde einst ihre Unabhängigkeit eingebüßt haben. Zwei besagen, dass die Monde eingefangen wurden, als sich das Sonnensystem formte und die Planeten noch Akkretionswolken aus Gas und Materie waren. Von ihnen ist die Gas-Drag-Theorie am einfachsten. Träge Gase wabern um den sich verdichtenden Planeten und halten vorbeifliegende Kometen oder Asteroiden auf. Wir wissen, dass die Riesenplaneten ihr System von regulären Satelliten in einer Art Materiescheibe halten, wie eine Art Miniatursonnensystem. Gas und Staub aus diesem Gürtel reiben sich in den äußeren Regionen aneinander. Vorbeikommende, anderweitig geformte Planetesimale werden... In den Weiten unseres Sonnensystems verbergen sich fantastische Welten. Von bizarrer Form und chemisch unglaublich aktiv. Für mich ist das Überwältigende am Sonnensystem die enorme Vielfalt. Dies sind die Monde, die die Planeten des Sonnensystems umkreisen. Monde, die einst unbekannt waren, stehen nun kurz vor ihrer eingehend astronomischen Erforschung. Es überraschte, dass sie alle überhaupt nicht wie unser Mond aussehen. Diese untergeordneten Himmelskörper sind keineswegs uninteressant. Welche Überraschungen erwarten uns auf diesen unerforschten Monden? Unser Sonnensystem inspirierte Science-Fiction-Autoren seit jeher. Doch mit den rasenden Fortschritten in der Teleskoptechnik und Daten von unbemannten Sonden hebt sich nun der Vorhang für das Ballett der Monde. Die meisten kreisen in die eine Richtung, ein paar in die andere, alle mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Monde weiter innen überholen die äußeren. Fast 50 Jahre lang glaubte man, dass das Sonnensystem nur 32 Monde aufweisen würde. Ihre Größe reichte von der des Jupitermondes Ganymed, der größer als der Planet Merkur ist, bis zu den kleinen, asteroidenförmigen Monden wie denen des Mars, Phobos und Deimos. Die Zahl der bekannten Monde ist förmlich explodiert. Allein im Jahr 1997 meldeten Wissenschaftler die Entdeckung von 20 Jupitermonden, einem bei Saturn und dreien bei Neptun. Astronomische Teleskope waren mittlerweile mit sogenannten CCD-Kameras ausgestattet. Digitale Kameras, wie sie fast jeder heute hat.
Es ist schwierig, Astronomen auf eine exakte Zahl von Monden in unserem Sonnensystem festzulegen. Die Kameras werden immer genauer und die leistungsstarken Teleskope entdecken immer mehr Trabanten. Monde werden auf zwei unterschiedliche Arten klassifiziert. Die, die wie unser Mond auf einer fast kreisförmigen Umlaufbahn nahe der Äquatorebene ihrer Planeten ziehen, werden reguläre Monde genannt. Während unser Mond durch eine Kollision entstanden ist, bilden sich viele andere bekannte Monde aus dem gasförmigen Nebel, der ihre Mutterplaneten umgab, und zwar durch Verdichtung. Die klassischen Beispiele für reguläre Monde sind die galileischen Jupitermonde, Io, Europa, Ganymed und Callisto. Die Materie, aus der auch Jupiter entstand, verdichtete sich zu diesen Monden. Monde mit länglicher Umlaufbahn, die stark gegen die Äquatorialebene ihrer Planeten geneigt ist, werden irreguläre Monde genannt. Die meisten von ihnen bewegen sich gegenläufig. Im Uhrzeigersinn, wenn ihr Planet sich entgegen dem Uhrzeiger dreht. Phoebe, der unlängst entdeckte Saturnmond, ist ein perfektes Beispiel. Dieser Himmelskörper begann seine Existenz als unabhängiger, die Sonne umkreisender Satellit, bevor er vom größeren Saturn eingefangen wurde. Ob regulär oder irregulär, ein Mond befindet sich immer in Reichweite der Schwerkraft seines Mutterplaneten. Der von diesem begrenzte Raum wird Hillsphäre genannt. Dieses Phänomen ist nach George William Hill benannt, einem Mitte des 19. Jahrhunderts tätigen amerikanischen Astronomen. Die Hillsphäre ist diese Region um einen Planeten, die sich mit dem Planeten mitbewegt und innerhalb der die Schwerkraft des Planeten größer ist als die der Sonne. Die Mars-Trabanten Deimos und Phobos bewegen sich sehr unterschiedlich innerhalb der Hillsphäre ihres Planeten. Wenn der Planet schneller rotiert als ein Mond, wie im Falle von Deimos, werden die Gezeitenkräfte zwischen den beiden Objekten Deimos weiter wegschieben. Phobos dagegen dreht sich schneller als der Mars. Diese kleinen Monde wurden 1877 vom amerikanischen Astronomen Asaph Hall entdeckt. Er taufte Phobos nach dem antiken griechischen Gott der Furcht und Deimos nach dem Gott des Schreckens. Tom Duxbury wirkte an der Mariner 9 Mission mit, die im November 1971 die ersten Fotos dieser kartoffelförmigen Monde lieferte. Es war spät in der Nacht nach einem kalten, regnerischen, düsteren Tag. Ich sah mir das Bild von der Seite an. Es sah aus wie ein Totenschädel. Es war gespenstisch. Phobos bewegt sich in einer tödlichen Spiralbahn. Er umkreist den Mars nur knapp 6000 Kilometer von dessen Oberfläche entfernt. Dichter als jeder andere Mond in unserem Sonnensystem. Wenn unser Mond der Erde so nahe wäre, würde er uns 20-fach größer erscheinen. Seine Umlauffrequenz würde sich in Stunden und nicht wie bei uns in Tagen bemessen. Bei Vollmond würde er den Himmel komplett ausfüllen. Die täglichen Gezeiten würden Dutzende von Metern ausmachen. Unser Mond würde in einer solchen Situation letztlich auf die Erde stürzen. In such a situation. Phobos ausweglose Lage wird von einem Prozess verursacht, der säkulare Akzeleration genannt wird. Da Phobos sich schneller um den Mars dreht, als dieser selbst rotiert, wird eine enorme Gezeitenbeule auf der Marsoberfläche erzeugt. Auf diese Weise zieht der Mars Phobos mit jeder Umdrehung dichter an sich heran. Dieser Kampf zwischen Mars und Phobos kann mit einem an einer Stange befestigten Ball verglichen werden. Der Ball markiert den Mond, die Stange den Planeten und die Schnur zwischen beiden entspricht der Schwerkraft. Wir sehen, dass die Schwerkraft den Mond so stark anzieht, die noch kalte Oberfläche des Mondes bricht auf.
Das erwärmte Innere aber wird dehnbar und förmlich flüssig durch die Anziehungskraft des Mutterplaneten. Die meisten regulären Monde haben kreisförmige Umlaufbahnen. Um Gravitationshitze zu produzieren, muss ein Mond in einer eher ovalen Umlaufbahn kreisen, wo die Distanz zum Mutterplaneten sich während einem einzigen Umlauf radikal verändert. Der einzige Weg, auf dem diese unrunden Bahnen zustande kommen, ist, wenn die Schwerkraft eines anderen Himmelskörpers ins Spiel kommt. Wenn ein Mond auf einer ovalen Umlaufbahn kreist, ist er seinem Mutterplaneten mal näher und mal ferner. Er wird abwechselnd auseinandergezogen und zusammengepresst. Io reagiert auf ihre Partnermonde Europa und Ganymed. Während Jupiter und Io um eine synchrone Bahn kämpfen, ziehen Europa und Ganymed Io in entgegengesetzte Richtung. Jupiter zieht auf der anderen Seite. In der Folge wird Io wechselseitig zusammengedrückt. Die für die gewaltigen Vulkane auf Io verantwortliche Gravitationshitze hat noch einen Nebeneffekt. Sie bringt das größte ortsgebundene und sichtbare Objekt unseres Sonnensystems hervor, eine gigantische Gaswolke, 500 mal so groß wie der Jupiter. 1990 entdeckten Professor Michael Mendillo und sein Team von der Boston University eine große Gaswolke, die von der einen Seite des Jupiters zur anderen reichte. Sie waren die ersten, die den Nebel fotografieren konnten. Das Team entdeckte auch seinen Ursprung und den Mechanismus, der die Wolke stetig weiter ausdehnte. Io ist so klein, dass sie kaum eine Atmosphäre hat. Aber ihre Vulkane liefern ständig Materie, aus der sich eine solche Hülle entwickeln könnte. Warum gibt es also dort keine Atmosphäre mit all diesen seit Jahrmillionen tätigen Vulkanen? Ganz einfach, die Materie entweicht. Das entscheidende Gas dabei ist Natrium. Obwohl es nur 5% der von Io ausgestoßene Materie ausmacht, kann es von Teleskopen auf der Erde leicht erfasst werden. Das Gas reflektiert einen orangefarbenen Schimmer. Natrium wird in vielen Städten der Welt bei der Straßenbeleuchtung eingesetzt. Das Natrium und andere Gasmoleküle sind dem Sonnenlicht ausgesetzt. Die Elektronen und Protonen mancher dieser Teilchen werden abgespalten und ionisiert. In Plasmaform werden diese geladenen Moleküle durch das kraftvolle Magnetfeld Jupiters angezogen. Ihre Geschwindigkeit erhöht sich dort dramatisch. Es ist, als ob sie auf einem kosmischen Karussell mitfahren würden. Die Magnetfeldlinien sind hier die Karussellstangen. Dann und wann wird ein Natriumatom mit einem Elektron mitgenommen. Jetzt befinde ich mich im Plasmatorus des Jupiter mit all den anderen Ionen und Elektronen. Durch die Rekombination zwischen Ionen und Elektronen ist das neutrale Atom nicht mehr an das Magnetfeld gebunden und wird mit hoher Geschwindigkeit abgestoßen. Genug, um von Jupiter loszukommen. Diese Atome vom Planeten Jupiter formte, ballte sich ein Rest zu kleinen Wirbeln in dessen Umlaufbahn. Diese Miniaturverdichtungen wurden zu Jupiters regulären Monden. Io, Europa, Ganymed und Callisto. Im Zuge seiner Entstehung begann Jupiters Schwerkraft, Materie aus den Anfängen unseres Sonnensystems in seiner Nähe zu bündeln. Die Riesenplaneten bildeten sich sehr früh in einer Umgebung voller Gase heraus und zogen eine Menge kleinteiligen Treibguts in ihre Umlaufbahnen. Die Zahl der Jupitermonde rangiert von 60 bis zu mehr als 200, je nachdem, wer gerade zählt. Wenn man von der Gasatmosphäre des Jupiters in den Himmel blicken könnte, würde man ein grandioses Ballett linearer Objekte bewundern können. Es wäre sicher toll, diese Monde betrachten zu können. Man würde Io vorbeiziehen sehen und jedes zweite Mal würde sie von Europa begleitet werden. Jedes vierte Mal würde man dazu noch Ganymed sehen. Ein Mitglied aus dieser Mondfamilie ist so im Banne Jupiters, dass es förmlich aus seinem Inneren herausbricht.
Im Februar 2007 richtete die Raumsonde New Horizons auf ihrem Weg zum Pluto ihre Kameras auf Io. Ungefähr von der Größe unseres Mondes umkreist sie Jupiter in einer Höhe von ca. 423.000 Kilometern. Was Io von den anderen Ringmonden unterscheidet, ist ihre spektakuläre vulkanische Aktivität. Die Kameras der New Horizons lieferten detaillierte Fotos von glühender Lava auf Ios Oberfläche. Eine riesige 320 Kilometer hohe Staubfahne erhob sich von der Oberfläche dieses teilweise flüssigen Mondes. Io ist wie alle regulären Jupitermonde nach einer Geliebten des römischen Göttervaters Jupiter benannt. Sie wurde von Galileo Galilei 1610 entdeckt. Über Jahrzehnte, seit den ersten Fotos 1974 durch Pioneer 1 und 1979 durch Voyager 1, haben Ios pulsierende Vulkane die Wissenschaftler erstaunt und in Atem gehalten. Jede Sekunde schleudert Io ungefähr eine Tonne Materie von sich. Jede Sekunde des Tages. Eine phänomenale Kraftmaschine. Ich würde gern zu Io fliegen, auch wenn es dort sehr gefährlich und heiß und schwefelig wäre. Io ist zu klein, um immer noch einen flüssigen Kern zu haben. Ein anderer geheimnisvoller Prozess muss für ihre Aufheizung verantwortlich sein. Ios gesamtes Innere könnte flüssig sein, weil es permanent durch die Schwerkraft des Jupiter zusammengepresst wird. Im Kern des Mondes entwickelt sich Reibungshitze durch die extreme Gravitation Jupiters. So wie ein Töpfer einen Klumpen Lehm knetet, formt und bewegt Jupiter ständig seinen Mond, als ob er an ihm immerfort weiter modellieren würde. Wenn ein Mond etwas von dieser Gravitationshitze abbekommt, wird er formbar wie Lehm. In den Weiten unseres Sonnensystems verbergen sich fantastische Welten, von bizarrer Form und chemisch unglaublich aktiv. Für mich ist das Überwältigende am Sonnensystem die enorme Vielfalt. Dies sind die Monde, die die Planeten des Sonnensystems umkreisen. Monde, die einst unbekannt waren, stehen nun kurz vor ihrer eingehend astronomischen Erforschung. Es überraschte, dass sie alle überhaupt nicht wie unser Mond aussehen. Diese untergeordneten Himmelskörper sind keineswegs uninteressant. Welche Überraschungen erwarten uns auf diesen unerforschten Monden? Unser Sonnensystem inspirierte Science-Fiction-Autoren seit jeher. Doch mit den rasenden Fortschritten in der Teleskoptechnik und Daten von unbemannten Sonden hebt sich nun der Vorhang für das Ballett der Monde. Die meisten kreisen in die eine Richtung, ein paar in die andere, alle mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Monde weiter innen überholen die äußeren. Fast 50 Jahre lang glaubte man, dass das Sonnensystem nur 32 Monde aufweisen würde. Ihre Größe reichte von der des Jupitermondes Ganymed, der größer als der Planet Merkur ist, bis zu den kleinen, asteroidenförmigen Monden wie denen des Mars, Phobos und Deimos. Die Zahl der bekannten Monde ist förmlich explodiert. Allein im Jahr 1997 meldeten Wissenschaftler die Entdeckung von 20 Jupitermonden, einem bei Saturn und dreien bei Neptun. Astronomische Teleskope waren mittlerweile mit sogenannten CCD-Kameras ausgestattet. Digitale Kameras, wie sie fast jeder heute hat. Es ist schwierig, Astronomen auf eine exakte Zahl von Monden in unserem Sonnensystem festzulegen. Die Kameras werden immer genauer und die leistungsstarken Teleskope entdecken immer mehr Trabanten. Monde werden auf zwei unterschiedliche Arten klassifiziert. Die, die wie unser Mond auf einer fast kreisförmigen Umlaufbahn nahe der Äquatorebene ihrer Planeten ziehen, werden reguläre Monde genannt.
Während unser Mond durch eine Kollision entstanden ist, bilden sich viele andere bekannte Monde aus dem gasförmigen Nebel, der ihre Mutterplaneten umgab, und zwar durch Verdichtung. Die klassischen Beispiele für reguläre Monde sind die galileischen Jupitermonde, Io, Europa, Ganymed und Callisto. Die Materie, aus der auch Jupiter entstand, verdichtete sich zu diesen Monden. Monde mit länglicher Umlaufbahn, die stark gegen die Äquatorialebene ihrer Planeten geneigt ist, werden irreguläre Monde genannt. Die meisten von ihnen bewegen sich gegenläufig. Im Uhrzeigersinn, wenn ihr Planet sich entgegen dem Uhrzeiger dreht. Phoebe, der unlängst entdeckte Saturnmond, ist ein perfektes Beispiel. Dieser Himmelskörper begann seine Existenz als unabhängiger, die Sonne umkreisender Satellit, bevor er vom größeren Saturn eingefangen wurde. Ob regulär oder irregulär, ein Mond befindet sich immer in Reichweite der Schwerkraft seines Mutterplaneten. Der von diesem begrenzte Raum wird Hill-Sphäre genannt. Dieses Phänomen ist nach George William Hill benannt, einem Mitte des 19. Jahrhunderts tätigen amerikanischen Astronomen. Die Hill-Sphäre ist diese Region um einen Planeten, die sich mit dem Planeten mitbewegt und innerhalb der die Schwerkraft des Planeten größer ist als die der Sonne. Die Mars-Trabanten Deimos und Phobos bewegen sich sehr unterschiedlich innerhalb der Hill-Sphäre ihres Planeten. Wenn der Planet schneller rotiert als ein Mond, wie im Falle von Deimos, werden die Gezeitenkräfte zwischen den beiden Objekten Deimos weiter wegschieben. Phobos dagegen dreht sich schneller als der Mars. Diese kleinen Monde wurden 1877 vom amerikanischen Astronomen Asaph Hall entdeckt. Er taufte Phobos nach dem antiken griechischen Gott der Furcht und Deimos nach dem Gott des Schreckens. Tom Duxbury wirkte an der Mariner 9 Mission mit, die im November 1971 die ersten Fotos dieser kartoffelförmigen Monde lieferte. Es war spät in der Nacht, nach einem kalten, regnerischen, düsteren Tag. Ich sah mir das Bild von der Seite an. Es sah aus wie ein Totenschädel. Es war gespenstisch. Phobos bewegt sich in einer tödlichen Spiralbahn. Er umkreist den Mars nur knapp 6000 Kilometer von dessen Oberfläche entfernt. Dichter als jeder andere Mond in unserem Sonnensystem. Wenn unser Mond der Erde so nahe wäre, würde er uns 20-fach größer erscheinen. Seine Umlauffrequenz würde sich in Stunden und nicht wie bei uns in Tagen bemessen. Bei Vollmond würde er den Himmel komplett ausfüllen. Die täglichen Gezeiten würden Dutzende von Metern ausmachen. Unser Mond würde in einer solchen Situation letztlich auf die Erde stürzen. In such a situation. Phobos ausweglose Lage wird von einem Prozess verursacht, der säkulare Akzeleration genannt wird. Da Phobos sich schneller um den Mars dreht, als dieser selbst rotiert, wird eine enorme Gezeitenbeule auf der Marsoberfläche erzeugt. Auf diese Weise zieht der Mars Phobos mit jeder Umdrehung dichter an sich heran. Dieser Kampf zwischen Mars und Phobos kann mit einem an einer Stange befestigten Ball verglichen werden. Der Ball markiert den Mond, die Stange den Planeten und die Schnur zwischen beiden entspricht der Schwerkraft. Wir sehen, dass die Schwerkraft den Mond so stark anzieht, dass er schneller wird. Er zieht immer engere Kreise und prallt am Ende auf die Stange, unseren Modellplaneten. Genau das wird Phobos passieren, der schneller um den Mars als dieser um sich selbst kreist. Das Wechselspiel der Gezeiten zieht Phobos mehr und mehr an und beschleunigt ihn auf seiner Umlaufbahn. In ungefähr 50 Millionen Jahren erwarten wir, dass Phobos mit Mars kollidieren und damit als Mond verschwinden wird. Dagegen umkreist Deimos, der entferntere Mond, Mars langsamer als dessen Eigenrotation.
Er wickelt in unserem Modell die Schnur quasi wieder von der Stange, in die entgegengesetzte Richtung. Deimos wird durch die Schwerkraft der Sonne immer weiter vom Mars weggezogen. Irgendwann wird der Mars also seine zwei Monde verlieren. Da Phobos die Marsrotation überholt, scheint es, als würde er im Westen auf- und im Osten untergehen. Statt wie der Erdmond und die meisten anderen Trabanten im Osten auf- und im Westen unterzugehen, ist er der Rotation seines Planeten voraus und geht im Westen auf. Er rast über den Himmel und geht am östlichen Horizont unter. Es wird noch 50 Millionen Jahre dauern, bevor Phobos völlig verschwindet. Bis dahin könnte er aber nützlich für eine Kolonisierung des Mars sein. Science-Fiction-Autor Arthur C. Clarke spekulierte über diese Idee in seinem Buch Projekt Morgenröte. Obwohl es keinen Grund gibt, Phobos selbst zu besiedeln, macht seine Nähe zum Mars ihn zu einer natürlichen Zwischenstation. Was die Schwerkraft betrifft, ist es einfacher, auf Phobos zu landen, der keine eigene Schwerkraft besitzt, als sich gegen die des Mars durchzusetzen, um auf ihn zu gelangen. Von Galileo bis zu Stanley Kubrick haben die gigantischen Planeten des äußeren Sonnensystems unsere Fantasie durch ihre schiere Größe beflügelt. In Wirklichkeit würde ihre nähere Erkundung Selbstmord bedeuten. Schon die erdrückende Kraft der Atmosphäre des Jupiters würde dies verhindern. Die Monde dieser Kolosse könnten jedoch eine vielversprechende Plattform für die Erforschung und mögliche spätere Besiedlung bieten. Sind diese Gefangenen der Jupiterschwerkraft feindliche Welten, auf denen kein organisches Leben möglich ist? Oder könnten sie zu einem sicheren Hafen für kommende Generationen von Weltraumforschern werden? Bis vor kurzem war sehr wenig bekannt über die Monde der aus Gas und Eis bestehenden Giganten. Die meisten blieben im gleißenden Licht ihrer Mutterplaneten verborgen. Heute enthüllen moderne Teleskope und unbemannte Sonden Gefilde mit einem ganzen Schwarm von Monden. Von planetenähnlichen Welten bis zu unförmigen Asteroiden von kaum 50 Kilometern Durchmesser. Jupiter, der größte Planet unseres Sonnensystems, ist ein wahrer Magnet für Monde. Vor fast 4,5 Milliarden Jahren entstand er aus einer gewaltigen, in sich kollabierenden Gaswolke. Dieser sogenannte Akkretionsprozess bildete den Beginn des Ringesystems. Während fast alle Materie sich zum